Die Katastrophe von Le Mans. Das wichtigste aller Sportwagenrennen sind die 24 Stunden von Le Mans. Hier findet 1906 der erste Grand Prix in der Geschichte des Motorsports statt. Ende der 20er Jahre sorgen die Bentley Boys für Furore. Damals gewinnt ein eingeschworener Haufen englischer Lebemänner das Rennen viermal in Folge. Ihren Bentley laden sie daraufhin zu einem festlichen Abendessen ein. Was der Wagen auf dem Teller hatte, ist nicht überliefert. Jedenfalls scheint er eine Menge neuer Bekanntschaften gemacht zu haben. Die Verkaufszahlen der schweren englischen Wagen schnellen in den folgenden Monaten nach oben. Ein Sieg in Le Mans gilt seit diesen Tagen als unschlagbares Verkaufsargument in den Ausstellungsräumen der Hersteller. 1955 erwarten die Zuschauer ein spannendes Rennen. Eugenio Castellotti auf Ferrari gilt als einer der Favoriten. Mike Hawthorn geht mit einem schnellen Jaguar an den Start. Für Mercedes starten Levy und Fangio. Mike Hawthorn gewinnt dieses Rennen. Und doch ist dieser Tag wohl der schwärzeste seines Lebens. Ein Fahrfehler des jungen Engländers leitet die größte Tragödie in der Geschichte des Rennsports ein. Im 24-Stunden-Rennen von Le Mans geschah das furchtbarste Unglück in der Geschichte des Rennsports. Bei einer Geschwindigkeit von über 200 Stundenkilometern musste Pierre Levesque seinen Mercedes Nummer 20 scharf bremsen. Dabei streifte er den Wagen des Engländers MacLean. Der Mercedes bäumte sich auf und schlug wie eine explodierende Bombe in der Zuschauermenge ein. Der Schauplatz sportlicher Leistung wurde zu einem Ort des Grauens. 15 Minuten dauerte es, bis der Rettungsdienst organisiert war. Über 80 Tote und mehr als 100 Verletzte fielen der Katastrophe zum Opfer.